Mein Name ist Christian Klaus und ich arbeite als People and Culture Manager bei Coca-Cola HBC. Für mich sind Achtsamkeitsübungen Dinge, auf die ich mich fokussiere, sei es Atmung, sei es Bewegung, sei es Herzschlag. Die Übungen haben mir wirklich dabei geholfen, mich zu entspannen. Entspannung finde ich nicht nur bei meinen Achtsamkeitsübungen, sondern auch beim Reisen. Viele sagen, oh, Reisen ist mega anstrengend, aber für mich ist das reine Entspannung. Ziel ist es, bis ich das 40. Lebensalter erreiche, 80 Länder zu bereisen, also 80 by 40. Ich bin momentan bei 67, also es ist noch ein bisschen was hin, aber schon einige Länder gesehen. Was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist Peru, wo ich meinem Partner auf Machu Picchu einen Heiratsantrag gemacht habe. Momente der Achtsamkeitsübungen und auch die Reisen sind für mich extrem wichtig, weil ich grundsätzlich jemand bin, der sehr gerne sowohl beruflich als auch privat Verantwortung übernimmt und Dinge vorantreibt. Ownership und Accountability bedeutet für mich, Dinge zu hinterfragen. Ich bin jemand, der das gerne macht, weil ich auch neugierig bin. Ich möchte wissen, was steckt hinter gewissen Dingen. Ich versuche, Dinge zu hinterfragen und nicht einfach so hinzunehmen. Verantwortung habe ich, wenn ich so zurückdenke, schon als Kind übernommen. Wir haben einen Familienbetrieb gehabt und in dem Familienbetrieb habe ich dann auch verschiedenste Aufgaben übernommen. Als es dann in die Schule ging und dann auch später in die Uni, habe ich auch Verantwortung übernommen als Klassensprecher, später dann auch als stellvertretender Schulsprecher, habe aber dann auch außerhalb von der Schule und von der Uni mich engagiert. Nachdem ich in die Schweiz gekommen bin, habe ich mich dann auch irgendwann gefragt, okay, wie kann ich in der Schweiz auch Verantwortung tragen? Ich habe mich dann dazu entschieden, mich einbürgern zu lassen. Für mich war besonders der Zeitpunkt wichtig, als für die Ehe für alle abgestimmt wurde, weil ich mein eigenes Schicksal mitbestimmen wollte. Deswegen war die Abstimmung im September letztes Jahr für mich ganz besonders, zu sehen, dass nicht nur ich der Meinung war, dass es Zeit wird für die Ehe für alle, sondern für viele andere Schweizerinnen und Schweizer auch. Für mich als People and Culture Manager bei Coca-Cola HBC ist Ownership und Accountability ein wichtiges Element darin, in Dialog zu treten mit Führungskräften dabei zu helfen, die Verantwortung, die sie für ihre Mitarbeitenden haben, auch tatsächlich zu tragen, zu challengen, Sparringpartner zu sein, zu coachen. Coca-Cola HBC ist ein Ort, an dem man als Mitarbeiter sehr viel Vertrauen spürt, wo man sehr viel bewirken kann, alleine, aber besonders als Team, wo wir nicht nach Problemen suchen, sondern nach Lösungen und wo wir uns unseren Aufgaben stellen und uns nicht hinter anderen verstecken. Ja.